Ja, hübsch. Hübsch. Das neue Silo ist echt, echt gut. Echt gut. I like. Wir können das ja jetzt, während wir hier sind, den hier dummer mal auf manuell stellen. Können wir das mal ein bisschen hübsch machen? Zum Beispiel, indem wir erstmal alle Bäume loswerden, die uns hier im Weg sind. Ja, Bäume los, genau. Da oben sind keine Bäume, macht nichts. Okay, wir müssen nämlich jetzt hier die Laser mal ein bisschen hübsch machen. Wir lassen die hier drinne als Backup, wie es schon gesagt wurde. Das hier passt. Das passt auch. Nur die ganz innen, die machen wir mal weg. Und den Rest würde ich so lassen tatsächlich. Ne, das ist es. So sieht das Ding jetzt aus. Und das funktioniert einwandfrei. Das ist ja Massenmord. Die Flammenwerfer sind einfach am richtig geil, ne? Oh, schon vorbei? Ja, haben alles weggeknallt, haben sie. Fehlen noch Flammenwerfer für den Panzer und dich selbst. Ja. Na gut, Flammenwerfer für mich selbst habe ich. Ich habe bloß keine Flammenwerfer-Muni. Ich glaube aber, ich selbst mache nicht so viel Schaden wie die Dinger hier. Die machen 90 plus 1000 Schaden. Guck dir das an. You are dead. Aber auch schon 32 Kills, ne? Oh ja, 270, jawohl. Ah, das ist schon ne schöne Combo. Jo, so macht doch Grillen wieder richtig Spaß. Knusprig sind sie auch. Ja. Weiß aber nicht, ob ich mir so große Insekten auf den Grill hauen will. Ja, übernimm das ins LP. Was denn? Das ist doch hier LP. Oder meinst du die Flammenwerfer? Das Blueprint-Buch, das nehme ich mit ins LP. Hier, schöner Angriff, komm. Gebt Gas, Jungs. Gebt alles. Ich glaube an euch. Na? Angriff! Alle tot. Oh, hier, die haben es geschafft, mal Schaden zu machen. Verrückt. Es war nicht viel, aber immerhin. Ja, das einzige Problem ist halt, dass die Flammenwerfer so ein bisschen lahm sind. Aber ansonsten ist das top hier. Nice. Nice, 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 nice. So, ja, wir sind durch, ne? Das hier ist erledigt. Hier kommt keiner mehr. Sind die Dinger hier eigentlich auch weg? Ich glaube schon, ne? Tja, könnten wir uns jetzt noch überlegen, das Kohleding hier uns zu holen? Wenn das hier mit dem Silo so gut klappt, dann lege ich das Silo nämlich um. Dann reiße ich das jetzt hier wieder ab. Also speichere mir das so, wie es ist. Reiße es wieder ab. Und wir legen das ein Stück weiter. Nämlich halt nach hier unten irgendwo hin. Direkt hier so vielleicht bei dem Eisenerstimmer. Und von dort aus dann. Ja, das Problem ist halt jetzt, wenn ich es jetzt hier wegrupfe, ist, ja, dass wir ein paar Probleme mit den Fässern kriegen. Dass ich vor allen Dingen das Öl, was jetzt hier drin ist, quasi verliere. Ist aber nicht so schlimm, machen wir trotzdem. Oh, warte mal, ich habe eine Idee. Ich kann hier einstellen, wieder eintüten. Hier. Tüte ein. Kriegst du ein paar Fässer. Dann muss ich das Öl nicht aufgeben. Das ist eigentlich ganz nice hier. Was ist los? Achso, der Anschluss stimmt, ne? So, genau, gib alles. Ja, und du. Macht mal jetzt nicht sowas hier. Was ist los? Keine Fass. Hier, kriegst ein neues. Und Warnrecht aufstellen für mehr Angriffsfläche. Ja, das stimmt. Was ist jetzt? Wieder kein Fass oder was? Aber hier ist noch Platz. Wo sind die Fässer? Also, hab ich hier noch einstecken, okay. Ist hier noch viel drinne? Geht. Wir können ja einfach nochmal
40 Fässer bauen oder so. Und die dann damit reinstopfen. Bupp, nächste. Ja, ist gleich leer hier. Der Unsinn. Na, ein bisschen geht noch. Wie viel Platz ist jetzt hier noch im Zug? Huch. Ja, da geht auch noch was. Okay, dann machen wir hier nochmal 20 Fässer. Rein da. Und die anderen auch gleich nochmal rein da. Sehr gut. Jetzt ist hier null. Nichts mehr da. Der sammelt jetzt die letzten Tropfen zusammen quasi. Oh, kriegt er nicht mehr hin. Schade. Ja, ist leer der Laden. Sehr gut. Das war's. Dann können wir das jetzt hier wegmachen. Wir schicken ihn. Schicken wir ihn einfach zur Artillerie und sagen ihm da warten. Mach das mal. Auf zur Artillerie. Inaktivität ist aber lange. Mach's gut. So, den hier löschen wir. Den tun wir nämlich neu anlegen. Der ist super. Der ist so super. Da habe ich gar keine Worte für. Nee, so hätte ich den gerne nicht gehabt. Da hat mir nämlich ein Stück... Genau, so hätte ich den gerne gehabt. Mit Symbol für... Flammenwerferturm und den Turm und okay. Gut, Hammer. Da kommt noch einer. Ein Einzelner angekackert. Ach, hier die. Festgehangen. Haben es nie geschafft. Wo soll ich lang? Wo ist mein Gegner? Hier, komm, ich hole dich ab. Alles kein Problem. Kommt mit mir. Hier. Ich weiß, ihr seid manchmal ein bisschen verwirrt. Aber guck mal, was ich hier Schönes für euch habe. Ist das nicht schön? So, wunderbar. Die sind weg. Und dann kann der hier auch weg. Ich lass mal die Strecke lasse ich noch da. Bin mir jetzt nicht sicher, ob man die... Achso, jetzt kriege ich auch die ganze Munition. Naja, gut, egal. Wird schon gehen. So, ich habe, glaube ich, genug Platz im Inventar dafür. Hoffe ich zumindest. Hm, wo macht ihr denn hin? Hey, ihr Säcke! Was ist das? Ciao. Ciao, Bella. War das ein Bug? Was war das gerade? Wo sind die hin? Die Drecksäcke. Das habe ich ja jetzt noch nie gesehen. Hauen die einfach ab. Und wo sind die hergekommen vor allen Dingen? Gibt's nicht. Gibt's nicht, ja. So, das Signal kann da bleiben. Was wir jetzt ändern ist... Wir zwicken das jetzt hier durch. Achso, na gut, da bleibt das Signal ja auch weg. Hm, wir müssen mal die Bots rausholen hier, so ein paar. Die uns hier mal ein bisschen verteidigen. Während wir uns nach unten auf den Weg machen. Uns quasi... einen Weg suchen. Wo wollen wir das Ding denn hinstellen? Wir hatten jetzt gesagt, hier irgendwie so. Wäre jetzt hier die nächste. Hier ist überall tot. Hier ist der nächste Laden. Würde es jetzt doch nicht... Weiß ich nicht. Will ich es waagerecht stellen? Gucken, können wir machen. Wo ist der Laden? Hier ist der Laden. Stellen wir hier so hin. Wie rum muss ich das stellen? Das sieht eigentlich gut aus. Bau es mal hin. Ah, okay. Die Robis aus dem Hangar. Okay, danke. Ja, die hätte ich rausnehmen sollen. Ah, stimmt. Gut, danke, danke. Da weiß ich das fürs nächste Mal. So, wir haben keinen Strom und keinen Anschluss. Machen wir das mal. So. Go. Hier lang. Das sollte eigentlich dann auch reichen, dass wir uns hier nie mehr Gedanken darüber machen müssen. Hier bitte einen Anschluss. Danke sehr. Ja.
vielleicht noch ein paar Signale. Bup, bup, tot. Hübsch, das passt. Dann können wir einfach den Zug nämlich wieder herholen, wenn wir das Teil aufgebaut haben. Und dann geht das ab, hoffentlich. Mit dem Biss. Ich kann ja die Munition da schon mal reinstopfen. Dann kann da eigentlich nichts. Strom ist wichtiger wegen Verteidigung. Ja, das stimmt. Ohne Strom passiert da nämlich erstmal nichts. Den mir natürlich die Robis. Es ist wahr. Aber vielleicht geht's so. Burp. Bup. Anschluss. So. Hier brauchen wir jetzt auch nochmal ein bisschen. Ein paar Signale. Moin. Schönen guten Abend, Giraffenmonster. Mensch, du bist aber auch immer spät da, oder? Das ist ja der Wahnsinn. Immer erst um 12. War ja gestern auch schon so, ne? Gestern warst du, glaube ich, erst um 12 da. Oder so. Hast Hallo gesagt und dann musste ich leider gerade aufhören. Es wird hier jetzt heute ähnlich sein. Wir sind quasi schon auf den letzten Zügen. Aha, letzter Zug, ne? Ja. Witzig, ja. War super. Hab ich mir gerade ausgedacht. Fantastisch. So. Was ich jetzt natürlich noch gebrauchen könnte, wären ein paar Roboter, die da abgehauen sind. Die sind zum nächsten Roboport gegangen. Das ist der hier hinten. Oder einer hier hinten. Naja, viele sind da nicht drin. Naja, egal, komm. Wir holen einfach. Ja, bin nachtaktiv. Merk schon. Finde ich gut. Ich auch, wenn ich nie immer früh raus müsste, wäre ich auch nachtaktiv. Aber, ja, man kann sich's leider nicht immer aussuchen. Hier machen wir jetzt gleich mal die Fässer rein. Wieso fehlt mir hier meine Maschine? Was ist denn da schief gelaufen? Hier Maschine. Leicht etwas leeren. Genau, das passt. Das Ding hier richtig stellen. Ich hoffe, das passt. Irgendwie komisch. So, der hier schon mal rein. Das heißt, die Flammenwerfer funktionieren schon mal. Hier kann jetzt die ganze Munition rein. Und ihm kann ich auch wieder sagen, dass er die Reparaturkits natürlich mitnehmen darf. 50 Stück. Diesmal sollten ja welche mitkommen. Das Ding hier ist wieder Silo 9.1. Danke sehr. Und wir holen uns unseren Zug. Es gibt keine Haltestelle. Was? Warum? Du gehörst doch eigentlich zu Silo 9.1. Und müsstest eigentlich herfinden können. Was ist dein Problem, Kollege? Du bist doch gerade bei Artillerie unterwegs. Hier, Silo 9.1. Habe ich das irgendwie anders geschrieben? Ach, Solo. Ja. Solo 9.1. Perfekt. Natürlich. Jetzt gehört er hierher. Wunderbar. Jetzt kann ich ihm auch direkt befehlen, zu Silo 9.1 aufzubrechen, bitte. Danke sehr. Ja, hör auf mit dem Unsinn. Wo fährst du denn lang? Die Strecke gefällt mir auch ganz gut, die er da fährt. Du hast Solo geschrieben, ja. Oh, ein Solo. Ja, schön. Hat er den Weg geändert? Der Weg ist auch ganz gut. Wie sieht es denn überhaupt aus hier? Guck mal, hier ist okay, Stau mehr. Stau erledigt. Hübsch, hübsch, hübsch. Wie sieht es denn aus? Inventory. Wir haben genug Schaltkreise.
Wir haben genug Kupferplatten. Wir haben nur nicht genug Kupfererz. Ja, hübsch. Da wissen wir gleich, was wir morgen machen. Also wir holen uns ja jetzt hier die Kohle. Das ist schon mal ganz klar. Und morgen holen wir uns dann nochmal ein Kupfererz. Welches? Ach, was heißt morgen? Wieso sage ich morgen? Nächste Woche. Nächste Woche Samstag. Ein schönes Kupfererz. Haben wir hier noch ein schönes Kupfererz irgendwo? Ja, hier so ein abgeschnittenes. 30 Millionen hier oben ist nicht schlecht. Ah, hier. Das Ding hier ist ganz nett. Stimmt. Ja, das wäre eigentlich dann nur hier oben die Bäden. Das passt aber ganz gut, weil ich ja extra hier die Linie lang gezogen habe. Dadurch wird es ja ein bisschen besser. Und ich könnte mal hier noch mit verbinden. Dann haben die nämlich noch einen anderen Weg. Ohne Stau macht das Epic keinen Sinn. Ja. So, hier, geht ab. Geht scharf. Könnt da kommen, ihr Gurken. Ah, ihr habt alle keine Chance. Ihr seid so tot. Das gefällt mir gut. Also, ihm vielleicht noch sagen, dass er warten muss, keine Ahnung. Mal sehen, der macht ja jetzt hier erstmal alles weg. Radar ist ja hier auch mit drin. Sauber. Keine Haltestelle bietet Kupfererz im Netzwerk 0xFFFFF an. Ja, schade. Kann jemand von euch Hexadezimalcode lesen? Dann könnt ihr mir sagen, welche Nummer dieses Netzwerk habt. Also ich weiß es natürlich. Aber das steht auch hier, glaube ich. Pass auf. Können wir uns... Ich glaube, das müsste Netzwerk minus 1 sein. Ja, hier steht's auch. ID ist minus 1. Das FFFFFF ist minus 1. Mit 8 Bits. So wie das jetzt aussah. Beziehungsweise 64, weil ist ja Hexer, Hexadezimal. Da ist ja eine Stelle 8 Bits. Achso, ich soll so in Unsinn erzählen, wurde mir auch gesagt. Das macht Laune hier. Wie viel habt ihr denn noch? Ihr habt noch ganz schön Munition, Kollegen. Tja. Ihr armen, armen, kolossalen Beißer. Keine Chance. Und wir haben jetzt hier ordentlich Kohle. Also es ist schön groß, aber nicht viel drin. 21 Millionen. Hätte ich mir fast ein bisschen mehr gehofft. Aber geht. Hier unten sind 9 Millionen, falls wir da mal Lust zu haben. Ansonsten, ja, da finden bestimmt noch mal was. Ja, wie gesagt, hier oben 14 Millionen, ganz gut. Ja, fast das Gefühl, bei den neu generierten Zeug ist nicht ganz so viel drin. Oder zumindest manchmal. Keine Kupferplatte. Was für eine Hexe im dezimalen Zugang. Hübsch, hübsch. Ja, schön. Finde ich gut. Das wusste ich vor meinem Studium nicht. Da waren das beamsche Dörfer für mich. So, wie viel Munition noch, ihr Kollegen? 30 noch. Dann fährt er eher schmal holen. Und wir müssen eigentlich Pause machen, beziehungsweise aufhören für heute. Boah, bin ich begeistert von den Flammenwerferteilen. Das ist echt der Wahnsinn, wie gut die sind. Oh, wie konnte ich jemals ohne sie spielen? Hab doch gar keine Ahnung, ne? Hier, der Laden ist auch voll. Wie viel ist denn hier drin? Ja, 25 Fässer. Hier ist gar nichts drin. Ja, hier sind noch ein paar leere Fässer. Das macht aber nichts. Ja, die... Keine Chance, ne? Wenn die bei der... Der Flächenschaden ist eh enorm. Die machen so einen Haufen Schaden und dann nur noch Fläche.
Alles schon ganz schön stark. Ansonsten machen die hier halt noch was. Die Backups. Ja, wenn ich die hier noch mit ordentlicher Munition versehen hätte. Aber brauche ich nicht. Die machen doppelt so viel Schaden wie die Lasertürme. Wenn die Lasertürme sind dann auch noch da. Wie sehen denn die Verteidigungswerte von den Viechern aus? Ich kann es leider nicht sehen. Nicht richtig. Weil die nicht stillhalten. Ich würde gerne mal Verteidigungswerte sehen. Nicht von denen, die... Ja, du bist so ein Angreifer. Ich sehe es nicht. Wie viel Prozent Verteidigung die haben. Schade. Das hätte mich nämlich gejuckt. Weiß einer, wie hoch die Flammenwerfer bei Bob Angel gehen? Mark 5? Keine Ahnung, weil ich den Kriegsmod von Bobs habe ich nicht mit drinne. Da bin ich Vanilla noch. Oh, mein Zug ist weg. Ja, dann sag mal ihm nochmal. Hier, du fährst nach Hause. Und dann kommst du wieder. Sobald du dich beladen hast. Das Silo ist top. Das Silo ist echt top. Da können wir uns richtig schön hier die Kohle holen. Sogar das Eisen hier, auch wenn da nicht viel los ist. 4 Millionen Eisen, jawohl. Ey, ja. Hier, 6 Millionen Stein immerhin. Na gut, es sind ja keine 4 Millionen. Wir haben ja... Ja, ordentlichen Bonus von 270%. Das sind ja... ja, das sind... 16 Millionen oder so. Nie ganz 16 Millionen sind das. Ich hab sie drin und laut Anzeige bis 7. Ach, noch spoilern ganz kurz. Ja, mach ich. Geht klar. Ich warte noch, dass hier mein Zug wiederkommt. Der ist gerade bei oft noch auf dem Weg zur Artillerie, um sich neu zu beladen. Das ist nice hier. Ich geh mal ganz kurz rausgucken. Muss aber speichern. Ja, das könnte nämlich jetzt schief gehen. Die FPS haben sich auch, naja, relativ wieder gefangen. Also die Kohle hier, das ist richtig viel. Die holen wir uns. Die ist nice. Nice, nice ist die. Aber noch mehr haben wir jetzt hier nicht. Wir haben auch nichts Neues gefunden. Was ich natürlich noch machen kann, ist, ich kann mal sprayen. Wenn der gleich wieder da ist, der Zug, dann sprayen wir nochmal eine Runde. Hier mit dem Ding, sage ich dann einfach hier in alle Richtungen mal losschießen, ein paar Granaten, um einfach aufzudecken. Was, seit wann habe ich Update nicht gemacht? So, ich hau dann raus, weil mir das LP nicht, will mir das LP nicht versauen. Bis zum nächsten Mal dann. Jo, mach's gut, Kratzwurst. Bis bald. Mach's gut. Kommt der Zug bald? Ich will nämlich nochmal streuen. Nein, der steht noch und lässt sich beladen. Inaktivität 100. Ah ja. Hier kann wieder auf 5 gestellt werden. Danke. Oh, man kann die Inaktivität auch runterstellen. Auf nur eine Sekunde. Ich sag auch gute Nacht. Bis demnächst. Jo, mach's gut. Bis bald. Schön, dass ihr da wart vor allen Dingen. Hat mich gefreut. Mein Zug ist auch unterwegs. Alter, wo düst denn der lang? Der düst extra hier außen rum, um den Kreisverkehr zu umgehen. Nice. Achso, du musst jetzt eh... Ach ja, du musst noch zur Ballerbude. Ich vergaß. Glaube aber, du hast eigentlich noch Munition mit. Dann braucht... Der hier braucht aber nicht viel mehr als 20 Leichtölfässer zu lagern. Weil... Macht ja keinen Sinn. Ich muss die begrenzen. Sonst stopft er das ganze Ding voll mit Leichtölfässern. Wo ist mein Zug? Hier. Und noch beladen.
Doch ein bisschen Munition nötig. Okay, wie viel haben wir denn hier noch drin? Oh, auch nicht mehr so viel. Ach doch. Eigentlich noch fast voll. In Ordnung, das geht. Na, Inaktivität, perfekt. Komm, nach Silo 9.1 geht's. Wo machst du da lang? Da lang. Der kommt doch direkt hin. Das ist dein Problem. Dass dich das freut. Naja, ihr seid doch angenehme Gesellschaft. Kommt. Da geht das doch. Gut, gut. Komm her, mein Freund. Wo ist er denn? Da ist er. Ich nehme hier schon mal das Ding raus. Weil ich jetzt, wie gesagt, hier nochmal sprayen will, sobald er da steht. In alle Richtungen. Maximale Reichweite. Einfach um zu gucken, ob es da irgendwo was gibt. Huch. Das ist nämlich ganz nice, ist das. So, in die Richtung kann man. Jetzt können wir noch nach links. Ich muss mal gucken, wo der landet. Hier. Okay, dann können wir hier noch. Hier noch. Och, muss doch ein bisschen enger zusammensetzen, sonst decken die nicht so viel auf. Hier nochmal. Wobei, ich kann sie ja dann nochmal losschicken, theoretisch. Falls mir irgendwo was auffällt, was ich noch gerne gehabt hätte. Bin schon wieder zu. Hier irgendwo. Okay. Gut, reicht. Achso, haben wir was gefunden. Hier ist a whole lot of nothing. Also, eine ganze Menge nix ist hier. Mit ein bisschen Kohle. 27 Millionen. Hier ist auch nochmal Kohle. 16 Millionen. Hier ist ein bisschen Kupfer. Nicht viel, aber können hier gleich nochmal einen hinschicken. Hier so. Dann wissen wir gleich, wie viel Kupfer da ist. Aber das sieht nicht gut aus. Hier ist nochmal Kupfer. 6 Millionen. Ja, das... Hier hätte ich gerne nochmal einen gewusst. Ansonsten könnte er mir hier nochmal einen hinschicken. Aber das sieht nicht so aus, als wäre hier besonders viel. Schade, schade. Ja gut, dann holen wir uns eigentlich bloß die Kohle hier oben. Und die Kohle dann hier unten später irgendwann mal. Und ansonsten ist hier ja nichts. Ein bisschen schade ist. Da hatte ich eigentlich mit ein bisschen mehr gehofft. Na gut. So, wir warten noch, bis der hier sich ausgekäst hat. Auf die Kohle nochmal. Welche Kohle? Die hier. Oder die hier. Haben wir noch eine andere Kohle? Hier war noch eine, so eine Winzkohle. 16 Millionen und 6 Millionen, das geht eigentlich. Da ist ein bisschen Kupfer. Ist ein bisschen schade, dass das Wasser sich hier quasi breit gemacht hat und das Kupfer wegnimmt. Aber hier ist nichts. Schade. Na gut, wir haben hier nochmal Eisen und... Oh, hier. 76 Millionen Kohle. Oder 67 Millionen Kohle. Das ist nice. 2 Millionen Eisen. Pff, nix. Nix ist das. Hey, wo machst du hin? Und warum? Ich glaube, er ist fertig. Er hat nix mehr. Hatte er noch Munition? Ich muss gleich mal gucken, ob er noch Munition hatte. Düt, düt. Schädigt ist er geworden. Ansonsten würde ich jetzt dann auch gleich erstmal aufhören. Rechts unten. Rechts unten. Naja, hier ist Kupfer, ne? Hat man ja gesehen. Ach, hier ist auch nochmal Kohle. Stimmt. Stimmt. Ah, jetzt ist kein Zug mehr da. Hast du noch Munition? Ja.
Okay, also du warst fertig mit Rumschießen. Das ist gut. Dann würde ich nämlich sagen, hören wir jetzt an der Stelle jetzt mit dem LP auf. Und alle, die sich nicht spoilern lassen wollen, die würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr mehr sehen wollt, ist natürlich ein Abo super. Und Anmerkungen und Kommentare freuen mich auch immer. Und dann sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal, was dann nächsten Samstag ist.